Zunächst sind für 24 für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds 29 Milliarden an Neuverschuldung vorgesehen. Die wäre ja sogar weiterhin noch zulässig. Sie wäre nur anzurechnen ab sofort. Wenn man allerdings die 115 einhalten will, Grundgesetz, dann muss man dieses Geld einsparen. Also das ist schon sehr schwierig jetzt, eine sehr schwierige Situation für die Koalition. Deshalb waren die wirklich froh, dass sie es nicht zu Ende diskutiert haben. Im Einzelplan 60, der noch nicht anberaten wurde, werden diese ganzen Fragen gelöst werden müssen. Da stecken auch der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds und auch der Klima- und Transformationsfonds drin, die ganzen Sondervermögen, um die es hier geht. Das heißt, die ganzen heißen Eisen haben wir eigentlich gestern Nacht nicht zu Ende gebracht. Und das wird alles jetzt im Nachsitzen kommen. Die CDU hat keine Anträge gestellt, interessanterweise. Sie hat sich komplett da verweigert, obwohl sie natürlich irgendwo welche in der Schublade hatte, mit der rein verfassungsrechtlichen Begründung, wir wissen nicht so recht, ob wir hier in einem verfassungswidrigen Konstrukt arbeiten würden. Da haben sie zwar recht, wir haben uns aber trotzdem nicht verweigert, weil, wie gesagt, es ist noch heilbar. Man hätte das ja tun können. Ich glaube nicht, dass bei der Expertenanhörung am Dienstag sehr viel anderes rauskommen wird als die Sicht des Verfassungsgerichts. Die einzige Frage ist, wie weit die Experten das halt ausdeuten. Es ist absolut vorhersehbar, weil Experten, ich muss das so sagen, bezahlt werden und damit gekauft werden von der jeweiligen Fraktion, die sie beauftragt. Absolut absehbar, dass die Experten, die von der Fraktion, von der Koalition beauftragt werden, das Urteil sehr eng auslegen werden und sagen, es fehlen genau 60 Milliarden und nur im KTF und nichts anderes. Und andere Experten, wahrscheinlich die der Union und auch unsere wohl, werden das etwas weiter interpretieren. Also es ist schon spannend. Die Union hat ja auch eine enorme Kontrollklage angekündigt gegen den WSF, was wir übrigens alles seit 2-3 Jahren gemacht hätten, wenn wir 25% im Bundestag hätten. Aber das nur am Rande. Ja, also das ist die lange Vorbemerkung, die ich machen muss. Sie können gerne nachher noch Fragen stellen, aber ich denke mal, das ist ja auch für die prozessuale und Rechtsinformation an Sie auch nicht ganz unwichtig. Die Frage ist, wie viel meiner Zeit ich jetzt noch auf eigentliche materielle Fragen verwenden soll. Ich kann das natürlich jetzt auch auf Fragen ankommen lassen. Es wurden schon wichtige Dinge entschieden. Unter anderem gab es wieder mal in letzter Sekunde wichtige Anträge. Die Koalition braucht für das Bürgergeld über 3,5 Milliarden Euro mehr. Ich behaupte migrationsbedingt, aber das wurde so natürlich nicht genau zugegeben. Das Gleiche gilt für Kosten der Unterkunft, eine ähnliche Position im Sozialhaushaltsplan. Auch da 1,4 Milliarden mehr und noch eine ähnliche Position mit 1,4 Milliarden. Also in Summe kamen da allein in diesem sozialen Bereich, Stichwort Bürgergeld und echte Sozialkosten, echte Hilfe an sehr arme Bürger, noch über 6 Milliarden drauf und wie das der Zufall so will, war das ziemlich genau gegenfinanziert durch die eben erwähnte Konjunkturkomponente, sodass der Haushalt insgesamt zwar aufwächst, aber die Verschuldung nicht aufwächst, zumindest doch die Verschuldung auch aufwächst, aber nicht über die verfassungsrechtlich zulässige Grenze nach Artikel 115 hinausgeht. Dann gab es viele, viele, viele kleine Anträge, wie immer, also wir haben hunderte von Abstimmungen gemacht und dann würde ich jetzt fast lieber auf Fragen von Ihnen ankommen lassen. Insofern ist das heute ein bisschen anders, diese Information, die ich Ihnen geben will, als sonst. Aber wir leben halt in einer außergewöhnlichen Situation. Ich weiß nicht, ob wir am nächsten Donnerstag noch eine Pressekonferenz machen müssen. Also es gibt schon noch viel zu erzählen. Ich habe ja ganz viel mitgebracht, aber ich weiß nicht, sollen wir es nicht lieber auf Fragen ankommen lassen? Dann würde ich das jetzt mal beenden an der Stelle. Sie können gerne auch materielle Fragen stellen. Ich habe natürlich alles hier. Danke erstmal. Danke Ihnen. Danke Ihnen. Dann Frau Wefers. Ne? Angela Wefers von der Börsenzeitung. Ich hatte ganz kleine Frage, akustisch nicht verstanden. Sie sprachen von 51 Milliarden, die fehlen würden. Aber dann haben Sie die Zahl aber noch mal irgendwie sozusagen noch eine zweite Zahl genannt. Das habe ich dann akustisch nicht ganz verstanden. Was mich so ein bisschen erstaunt, ist, der KTF hat ja da fehlen diese Kreditermächtigungen jetzt von 60 Milliarden Euro, aber niemand redet darüber, was eigentlich 2024 fehlt. Nach dem aktuellen Wirtschaftsplan sind es, glaube ich, knapp 30 Milliarden, also wenn man da mal reinschaut. Ja. Aber das wissen Sie sicher besser als ich, deshalb adressiere ich die Frage an Sie. Und man darf ja immer nur eine Frage stellen, aber ich melde mich dann. Ja, das muss ich zuerst beantworten. Da können wir jetzt nicht sammeln, weil das etwas komplexer ist. Genau. Die genannten 51,5 Milliarden
sind die bisherige Zahl 16,5 Milliarden, die ausgeschöpft wurde im alten Haushalt von Lindner. Also das war die offizielle Neuverschuldungszahl in der bisherigen Planung, Entwurf der Regierung. Und darauf muss man eigentlich nach dem Urteil addieren, die 29 Milliarden, die der Klima- und Transformationsfonds in 2024 ausgeben wollte, nach dem Wirtschaftsplan von ihm, und auch die etwa 14 Milliarden aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, die nach unserer Logik nicht vom Urteil mehr zulässig abgeschöpft werden dürfen. Das ist Verschuldung innerhalb des Wirtschaftsstabilisierungsfonds, die künftig auf die Schuldenbremse angerechnet werden muss und eben nicht mehr nicht angerechnet werden kann, wie es die letzten 3 Jahre der Fall war. Und damit geht das natürlich weit über die zulässige Grenze hinaus. Und nach unserer Rechnung, wenn man noch 2, 3 andere kleine Sondervermögen hinzuzählt, führt das zu einer Überschreitung, die wirklich rechtlich relevant ist, von 51,5 Milliarden. Also die Zahl kann man relativ leicht vorrechnen. Und das ist ja schon eine andere Zahl als die Null, die eigentlich bisher genannt war. Und das spezielle Problem durch das Urteil im engeren Sinne nur beim Klima- und Transformationsfonds, ja, Sie haben recht, zunächst sind für 24 für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds 29 Milliarden an Neuverschuldung vorgesehen. Die wäre ja sogar weiterhin noch zulässig, sie wäre nur anzurechnen ab sofort. Wenn man allerdings die 115 einhalten will, Grundgesetz, dann muss man dieses Geld einsparen. Man kann allerdings jetzt argumentieren, es fließen ja auch Einnahmen zu unterjährig im Jahr 2024 in den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds. Und das ist alles bekannt, diese Zahlen sind bekannt. Nach der bisherigen Planung hätte der Wirtschaftsstabilisierungsfonds Ende 2024 eine Reserve, also eine Liquiditätsreserve von 41 Milliarden gehabt. Das steht im Wirtschaftsplan, wie er im Moment im Haushalt steht. Und wenn man dann die 60 abzieht, die ja aus diesen Reserven wieder rauszuziehen sind, dann kommt man halt auf einen Minusbetrag von minus 19 Milliarden. Das ist der Grund, warum ich am Anfang minus 19 gesagt habe. Und das ist auf jeden Fall einzusparen oder umzuschichten in irgendeiner Weise durch die Koalition. Und das ist alles in den nächsten 5 Tagen zu leisten, wenn die ihren Zeitplan halten wollen. Und das war halt heute Nacht noch nicht möglich. Deshalb glaube ich wirklich, dass die Koalition selbst glücklich war über diese Verschiebung. Es war überhaupt kein Widerstand da, auch wenn der Antrag eher von uns kam und von der Union. Man hat sich recht schnell darauf geeinigt.